lange halten. Heute wechseln Jeansmoden und ihr Verbrauch schneller, als sich die Kleiderständer drehen können. Die Textildiscounter unterbieten sich mit Tiefstpreisen. Unter welchen Bedingungen werden die Hosen in China hergestellt? Wir fragen dazu an, direkt bei einigen großen Jeansmarken. Aber zunächst gibt es entweder gar keine Antworten oder es heißt kein Kommentar. Wir versuchen es auch bei Mustang, einem der ältesten Jeansproduzenten. Nach langem Zögern will uns Geschäftsführer Heiner Sefranik empfangen. In Künzelsau, wo einst seine Großmutter die erste deutsche Jeansfabrik gründete, gibt es heute nur noch ein Museum. Längst lässt man herstellen. In Bangladesch, Pakistan und vor allem China. Alles andere rechne sich nicht mehr, sagt der Enkel der Jeans-Pionierin. Wenn Sie sehen, eben, dass vor allem auch für Finishing und solche Dinge zum Teil 2 Stunden Handarbeit in einer Jeans stecken, dann müsste eine Jeans 800 oder 1000 Euro kosten. Kein Mensch würde das für eine normale Jeans bezahlen. Da müssen dann schon Brillanten oder irgendwas dran sein. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, ist einfach ja, traurig. Und das zwingt natürlich dann auch die Fabrikation, dorthin zu gehen, wo man Produkte zu einem Preisniveau produzieren kann, das der Bürger auch zu bezahlen bereit ist. Seine Zulieferer will uns der Mustang-Chef nicht nennen. Doch ein anderer Hersteller erklärt sich zu unserer Überraschung dazu bereit. Der Textildiscounter Kick. Wir haben eine Kick-Jeans dabei und wollen von Manager Michael Aritz wissen, woher sie kommt und wie sie hergestellt wurde. Ja, 9,99 für eine Jeans, das ist natürlich ein Knallerpreis. Der kommt zustande, weil wir den Discount-Prinzipien hier ganz konsequent folgen. Das heißt, große Stückzahlen, das heißt Freiheit und Flexibilität dem Produzenten zu geben. Was die Lohnsituation angeht, da ist natürlich hier der Fall, dass wir genauso wie der gesamte Wettbewerb den Vorteil der günstigen Löhne nutzen, die in China und in Asien generell sind, günstiger als hier in Europa. Freiheit und Flexibilität gleich Billiglohn. Der Kick-Manager erklärt, jede einzelne Jeans zurückverfolgen zu können. Wir haben hier 2 Hosen mal mitgebracht und da wollen wir mal ins System gehen, um zu sagen, wer hat die denn jetzt produziert? Wir wissen, die kommt aus China. Das ist die Fabrik Huadu Xintai, die sich in Guangzhou befindet, im Vorort Huadu. Wir folgen der Spur der Jeans nach China. Kommt die 9,99 € Jeans wirklich aus der von Kick genannten Fabrik? Und wo lassen die anderen deutschen Unternehmen produzieren? Zwischenstopp in Hongkong. Von der ehemaligen britischen Kronkolonie aus wird der Handel mit den Jeans aus dem chinesischen Hinterland bis nach Deutschland organisiert. Hier laufen die Fäden zusammen: Einkauf, Verschiffung und Abwicklung. Warum aber, fragen wir uns, machen so viele deutsche Hersteller ein Geheimnis aus ihren Jeanslieferanten? Wir haben eine Verabredung mit einem Mann, der sich auskennt in der Jeansindustrie. In diesem Gebäude betreibt der Deutsche Karl Borg-Schulze ein Beratungsunternehmen für nachhaltige Produktion. Er berät viele deutsche Firmen, auch Kick. Viele Firmen, Handels- und Markenunternehmen aus Deutschland, Europa besorgen die Ware über Agenturen, Importeure, sodass sie oftmals gar nicht mitkriegen, wer die Lieferanten sind, woher die Produkte kommen, was natürlich eine Situation ist, die unbefriedigend ist, weil dadurch kann ich auch nicht mich um die Situation in den Fabriken kümmern. Viele Firmen wollen also gar nicht wissen, wo ihre Ware herkommt? Wir sind hier als Beratungsunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit in Hongkong ansässig und unterstützen europäische Handels- und Markenunternehmen dabei, ihre Lieferanten zu bewerten und dann aber auch in der Umwelt- und Sozialverantwortung zu verbessern. Geht es den Firmen wirklich darum, Produktionsbedingungen zu verbessern oder wollen sie nur ihr Image aufpolieren? Zusammen mit dem Umweltberater versuchen wir, die Grenze von Hongkong nach China zu passieren. Schaffen wir es, mit unserer Kameraausrüstung in die Volksrepublik einzureisen? In China ist kritische Berichterstattung unerwünscht.
Man lässt uns einreisen. Smog bleibt unser steter Begleiter bis nach Guangzhou, das die Europäer früher Kanton nannten. Die Vororte der 9 Millionen Megacity. Hier liegt es, das Epizentrum der Jeansproduktion. In offenen Garagen schneiden hunderte Arbeiterinnen überhängende Nähte ab. Jeans fit gemacht für den Export. Wir erreichen die Fabrik, in der die 9,99 Euro Jeans von Kick produziert worden sein soll. Die Jeansfabrik mit dem Namen Shintai Garmin Factory gehört Jonathan Lee, einem Hongkong-Chinesen. Ja. Erinnern Sie sich? Ja, der Schnitt ist von uns. Ja, das Modell gibt es jetzt in Deutschland zu kaufen. Es wurde in diesem Jahr exportiert. Die Hose wurde vor kurzem in Hamburg gekauft. Diesen Preisdruck hältst du nicht aus, habe ich gedacht. Unmöglich. Wir müssen für maximal $4, also knapp über 3 Euro pro Stück, produzieren. Mehr zahlen unsere Auftraggeber nicht. Das war schwer. Ich habe versucht, an allem zu sparen, vom Material bis zur Wäscherei, um den Preis einhalten zu können. Die Problematik für den europäischen Markt ist, dass die Stückzahlen tendenziell relativ gering sind. Wenige tausend Teile, teilweise nur ein paar hundert Teile. Was ihn in der Produktion dazu zwingt, dass er ständig die Maschinen wechseln muss, die Arbeiter sich an den Teil gewöhnen müssen. Und bei 500 bis 1500 Teilen ist das Produkt gerade erst eingelaufen und der Auftrag ist wieder durch. Dadurch, dass er hier deutlich größere Auftragszahlen hat, sind die Arbeiter froh, weil die dann einfach ein, zwei, drei Wochen am Stück durch den gleichen Teil produzieren können. Amerikanische Discount-Giganten wie Walmart lassen Stückzahlen von 1 Million produzieren. Dagegen sind die deutschen Unternehmen Kleinkunden. Doch mit immerhin rund 30.000 Hosen pro Order ist Kick zumindest in Deutschland einer der Großen. Und das bekommt Lee zu spüren. Es ist wirklich schwer, einen höheren Preis von unserem Kunden, also Kick, zu bekommen. Der Preisdruck ist wirklich höllisch. Umgerechnet 3,10 Euro bekommt Lee von Kick für eine Jeans. Für seine 175 Arbeiter bleibt dann nicht mehr viel übrig. Von den 3,10 Euro muss Lee noch den Stoff, die Garne und eine Wäscherei bezahlen, die für ihn arbeitet. Auch für die Wartung der Nähmaschinen ist kaum noch Geld da. Das sind Bermuda-Shorts für Deutschland. Mit einer Menge farbiger Nähte. 85% seines gesamten Umsatzes macht Lee mit Kick und Woolworth Deutschland, die auch Jeans im unteren Preissegment anbieten. Keine guten Voraussetzungen für höhere Löhne in China. Sie arbeiten 8 Stunden am Tag. Mit Überstunden und Samstagsarbeit kommen sie so auf mindestens 2000 Yuan im Monat. Gerade einmal Mindestlohn. Nicht mehr als 250 Euro im Monat enthalten darin Überstunden und Akkord. Das ist ein Durchschnittslohn, der hier im Pearl River Delta mittlerweile gezahlt wird. Unter dem ist es praktisch nicht möglich, noch weiter Arbeiter zu bekommen. Wobei wir auch jedes Jahr um die 10% Lohnsteigerung aktuell haben. Doch wie sollen die Löhne weiter steigen, wenn westliche Unternehmen Jeans zu einem Stückpreis von 3,10 Euro produzieren lassen? Wir zahlen einen festen Lohn. Und wenn sie Überstunden machen, zahlen wir ihnen Akkordzuschläge. Aber mehr als das können wir ihnen einfach nicht geben. Und so sind die Lagerräume der Shintai Garmin Factory prall gefüllt mit Billig-Jeans, bereit zum Abtransport nach Deutschland.
Jonathan Lee will uns noch etwas anderes zeigen. Eine halbe Stunde entfernt bringt er uns auf das Gelände einer sogenannten Wäscherei. Doch in dieser Fabrik wird nicht in erster Linie gewaschen, sondern hier wird der umstrittene Used-Look, der Gebraucht-Look der Jeans erzeugt. Auch Lee lässt seine Jeans für Kick hier behandeln. Mit Sandpapier werden neue Hemden auf Gebraucht getrimmt. Knochenarbeit, 10 Stunden jeden Tag. Das ist ein Frauenhemd. Wir selbst machen das nicht. Das ist für einen anderen Fabrikanten. Der Kunde, der das bestellt hat, ist H&M. Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Fehlanzeige. Hier wird jetzt ein Harz, ein Bindemittel aufgetragen, irgendein Acrylharz, mit dem ich dann durch das Bügeln diese Struktur fixiere, damit ich hinterher im Auswaschprozess diese auswaschweißen Streifen bekomme. Das sind die Regeln des Jeansmarktes. Die Menschen in den reichen Ländern wollen billige Jeans und sie wollen sie nicht lange tragen. Denn bald schon wollen sie die nächste kaufen. Neue Jeans sollen aber alt aussehen. Die Leidtragenden dieses Modewahns sind die Menschen hier und ihre Umwelt. Umweltbewusstsein in dem Sinne, so wie es bei uns ausgeprägt ist, ist hier leider noch nicht vorhanden. Und das wird noch eine Zeit dauern, bis das wirklich erkannt worden ist und hier optimiert wird und reduziert wird. Das sind leider Prozesse, wie wir sie selber auch durchlebt haben vor 40, 50 Jahren. Und da sind wir natürlich auch gefordert, unterstützend daran teilzuhaben und aus unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, die anderen partizipieren zu lassen. Doch wollen die Hersteller wirklich auf die Ratschläge eines Nachhaltigkeitsberaters hören? Im Untergeschoss der Fabrik gewinnen wir einen ganz anderen Eindruck. In beißendem Gestank entsteht hier, auch für die Modemarke H&M, der beliebte Used-Look. Das ist ein ganz normaler Produktionsschritt. Alle machen das so. Überall läuft das so. Auch Kinderhosen werden mit dem Bleichmittel bearbeitet. Der Kunde auch hier H&M. Karl Borg-Schulze ist irritiert. Das wollte er uns eigentlich nicht zeigen. Also das Sprühen insgesamt sehe ich als einen kritischen Prozess. Wir haben hier zwar eine relativ gute Belüftung und die Masken sind halbwegs akzeptabel. Dennoch ist das eine Sache, die ich persönlich relativ ungern sehe, weil Chemikalien versprühen insgesamt einfach keine gute Idee ist. Und es ist auch keine gute Idee, die gesamten Chemikalien danach einfach nach draußen zu leiten. Hier gibt es zwar ein Klärsystem, aber mit dem, was wir darunter verstehen, hat es nichts zu tun. Was wir hier brauchen, sind klare Vorgaben deutscher Unternehmen, dass sie sagen, wir wollen, dass zunächst mal die lokalen Standards eingehalten werden und dann natürlich gemeinsam zusammen mit der Politik und Verbänden darauf gedrungen wird, dass sich die Standards hier in China entsprechend entwickeln und wir zu einem höheren und größeren Umweltbewusstsein kommen. Doch neue, moderne Kläranlagen kosten viel Geld. Diese Investitionen würden die Jeans teurer machen. Dieser erste Besuch war angekündigt und somit offiziell. Wir fragen uns aber, ob wir die wirklichen Abgründe der Jeansproduktion schon gesehen haben. Zurück im Hotel treffen wir einen chinesischen Informanten. Er will in die Jeansfabriken, in denen ausländische Journalisten unerwünscht sind. Um ihn zu schützen, stellen wir die Szene hier nach. Unser Informant wird sich tarnen, im Team auftreten und filmen. Erkannt werden darf er nicht. China ist immer noch ein totalitäres Land mit vielen journalistischen Tabus.
Wir fahren nach Shintang, in die sogenannte Welthauptstadt der Jeans. Allein hier werden jährlich 260 Millionen Hosen produziert. Kameramann Jiang kennt zwei Fabriken, wo er glaubt, Einlass zu finden. Jiang darf in die Weberei und filmen. Hier wird der Baumwollstoff gewoben. Er ist bereits gefärbt. Blau überall. Die Farbe enthält Phenole und verschiedene Azofarbstoffe. Einige davon können krebserregend sein. Der Abrieb geht in die Luft. Die Fasern wurden zuvor mit Ätznatron und Säure behandelt, um die Farbe besser aufzunehmen. Es ist brütend heiß und die Lüftung verdient ihren Namen nicht. Die verrottenden Gitter zeigen das, was die Menschen hier einatmen müssen. Blauer Staub auch nebenan in der Näherei, wo der fertige Jeansstoff zugeschnitten und zu Hosen vernäht wird. Akkordarbeit für Chen Lin. Er macht die rechte Gesäßtasche. Seine Frau Mai kam mit ihm aus einem armen Dorf in die Jeansfabrik. Sie näht die linke Gesäßtasche. Er sieht nur ihren Rücken den ganzen Tag und Hosentaschen nichts als Hosentaschen. Ich arbeite 15, manchmal auch 16 Stunden am Tag. Mittags mache ich eine Stunde Pause. Morgens um 8 Uhr fängt die Arbeit an und geht bis mindestens 23 Uhr. Naja, klar, die Jeansnäherei ist schon anstrengend. Aber wenn du dich erst einmal daran gewöhnt hast, dann geht es irgendwie fast automatisch. Da kommt man auch mit weniger Schlaf aus. Ich bin ja schon über 10 Jahre dabei. Da hat man irgendwann mal Routine. Ganz oben, über der Jeansfabrik, sondiert Herr Tang die Lage. Der Fabrikbesitzer hat ehrgeizige Pläne. Er will reich werden. Deshalb sieht er Pausen seiner Arbeiter nicht wirklich gerne. Die malochen 30 Tage durch, haben nur einen Tag im Monat frei. 180 Leute beschäftigt er bereits. Herr Tang träumt davon, dazu zu gehören, zu Chinas aufstrebender Wirtschaftselite. Doch für ihn noch ein langer Weg. Er gönnt sich keinen Luxus, denn er zahlt noch einen Kredit ab, mit dem er alles finanziert. Und der Baumwollpreis steige und steige, klagt er. Mit Jeans kannst du im Moment kein gutes Geld verdienen. Es reicht so, um zu leben. Gerade die Kunden machen oft Probleme. Da hast du vorher mit ihnen 40 Yuan pro Hose vereinbart und dann sagen sie plötzlich, dass sie die Hosen nur für 35 Yuan abnehmen werden. Einfach so, 5 Yuan weniger. Viele europäische und auch amerikanische Kunden zahlen ihm also weniger als 4,30 Euro pro Jeans. Da zählt jeder Cent. Ich habe selbst mal klein angefangen. Vor 12 Jahren habe ich noch als Arbeiter genau diesen 20 cm langen Abschnitt der Jeansnaht genäht. Doch, darin war ich gut. Später wurde ich befördert in die Exportabteilung. Dort habe ich Leute getroffen, die später meine ersten eigenen Kunden wurden. Doch so schnell es manchmal nach oben geht im Jeansgeschäft, kann es auch wieder abwärts gehen. Das weiß auch Herr Tang. Dort unten haben sie andere Probleme. Den Fabrikarbeitern stecken bereits 8 Stunden in den Knochen. 7 liegen noch vor ihnen. Nur eine kleine Mahlzeit brät Chen Lin sich und seiner Frau. Nachmittagspause. Essen und Wohnen auf 4 Quadratmetern. Dafür haben sie ihr Heimatdorf verlassen. Doch das große Glück im Blue Jeans Wunderland ist ausgeblieben. Alles wird immer teurer. Ein halbes Kilo Schweinefleisch kostet heute schon 16 Yuan. Und auch der Gemüsepreis hat sich verdoppelt. Das ist zu teuer. Also, die Preissteigerungen fressen unseren Lohn auf. Ich verdiene manchmal nur etwas über 2000 Yuan. Und meine Frau verdient viel weniger. Umgerechnet sind das etwa 300 Euro monatlich, die beide zusammen in der Tasche haben, nach 30 Tagen in Doppelschichten. Sie hoffen, wie in jedem Monat, dass das Geld ausreicht, das sie nach Hause schicken, zu ihren Eltern und ihrer Tochter, die sie dort zurücklassen mussten.
Herr Tang wartet auf neue Aufträge für seine Fabrik. Denn immer mehr Unternehmer drängen auf den überhitzten Jeansmarkt. Da trifft es sich gut, dass heute ein Agent, ein Zwischenhändler, vorbeikommt. Wong Yuan bringt Designentwürfe eines ausländischen Kunden vorbei. Die Zusammenarbeit mit der Jeansfabrik läuft so. Meine Firma bekommt Bestellungen und die leite ich weiter an Herrn Tang, der dann genau nach den Wünschen der Kunden herstellt. Entscheidend ist dabei die Qualität. Die muss stimmen. Und pünktliche Lieferung. Wie genau es in der Fabrik aussieht, scheint die westlichen Auftraggeber nicht zu interessieren. Sie überlassen alles dem Zwischenhändler. Wer seine Kunden in Europa sind, will er nicht verraten. Also die Namen dieser Kunden kann ich Ihnen nicht sagen. Betriebsgeheimnis. So sieht unsere Jeans aus, nachdem sie genäht wurde. Und dann? Sieh mal hier, nachdem wir sie mit Bleichmitteln bearbeitet haben. Herr Tang präsentiert stolz, was ein massives Problem für die Umwelt und seine Arbeiter darstellt. Aber er mache alles, was gewünscht werde. Unsere spezielle Behandlung macht die Jeans so schön ausgewaschen. Es gibt viele chemische Mittel. Manche davon sind nicht umweltfreundlich. Wir benutzen aber nur umweltfreundliche. Diese Hose wurde mit unterschiedlichsten Bleichtechniken bearbeitet. Das ist der wichtigste Arbeitsschritt. Wir sind wieder unterwegs mit Karl Borg-Schulze, dem Nachhaltigkeitsberater aus Hongkong. Er will uns heute noch eine andere Fabrik zeigen. Hier sollen mehrere deutsche Firmen produzieren lassen. Hier treffen wir zwei deutsche Importeure. Sie entwerfen Jeans, lassen sie in dieser Fabrik produzieren und verkaufen sie dann unter anderem an New Yorker, Jeans Fritz und Kick. Der neue Trend für Kick, gelbe Jeans. Gearbeitet wird auch hier hart im Akkord, egal wer der Kunde ist. Sie haben ihre klaren Vorgaben, was eingehalten werden muss. Der Betrieb hier kennt auch die Kick-Standards, die wir einhalten müssen. Aber ob der jetzt Kick, ob er auf der Bauer macht oder Otto oder New Yorker, das ist für den eigentlich relativ egal. Der wird nach seinem Akkordlohn bezahlt. Alles geschieht in Handarbeit, denn der Mensch ist billiger als jede Maschine. Nur nicht so präzise. Alles muss immer gleich aussehen, 100%. Und dadurch, dass es eine Handarbeit ist, fallen natürlich oft die rechte und linke Seite unterschiedlich aus. Das ist Handbrush mal höher, mal länger gezogen, mal breiter, mal schmaler. Und das ist natürlich sehr schwierig bei einer 100%igen Handarbeit zu kontrollieren. Handarbeit, die bei uns wertvoll und teuer ist, hier wird sie zum Makel, mit dem man den Einkaufspreis drücken kann. Auf einmal hören wir einen infernalischen Lärm. Mit Hochdruck werden die Flusen aus den Jeans geblasen. Ich denke, dass der junge Mann Mitte 20 ist und wenn er so weitermacht oder unter solchen Umständen arbeitet, ist natürlich sehr kritisch. Dann müsste er eigentlich in einem Jahr taub sein. Also wie gesagt, wir müssen das klären. Also das ist etwas, was wir auch nicht dulden, was wir auch nicht wollen. Trotzdem lässt er hier weiter produzieren. Eddie Knappheides China-Geschäfte laufen seit 10 Jahren. Seine Mode ein reines Saisongeschäft. Verträge gibt es immer nur für genau ein Hosenmodell. Ist er zu teuer, bekommt ein anderer den Auftrag. Doch könnte er mehr bezahlen, würden die Arbeiter dann auch mehr verdienen? Das, was ich mehr bezahle, bedeutet ja nicht mehr Qualität. Also ich kann mir auch eine hässliche Hose kaufen, die unter den gleichen Umständen gemacht worden ist. Da ist die Margen, keine Ahnung, tausendfach. Und ich habe trotzdem die gleichen Qualitätsprobleme in so einer Hose. Und da glaube ich nicht, dass der Näher oder die Näherin das Geld letztendlich in ihre Tasche bekommen. Alle machen es offenbar und niemand will es ändern. Wer verdient so richtig an den Jeans? Wir recherchieren und finden einen der größten Exporteure, Asmara. Die Firma kauft gigantische Massen an Kleidung ein und verkauft sie weiter. Nach eigenen Angaben zum Beispiel an die Hamburger Firma Tom Taylor und an Mustang, die uns nicht sagen wollten, woher sie ihre Jeans beziehen. Ihr Firmensitz? Hongkong.
Wir fahren von Guangzhou noch einmal nach Hongkong. Der Firmensitz von Asmara wird im Internet mit der Castle Peak Road angegeben. Auf schriftliche Anfragen um ein Interview gab es keine Antworten. Nun wollen wir persönlich fragen. In einem schäbigen Hochhaus soll der Handelsgigant sitzen. Doch die Türen von Asmara bleiben verschlossen. Es geht zurück nach Xintang, dorthin, wo auch deutsche Unternehmen ihre Jeans produzieren lassen. Es gelingt uns, in der Chemieabteilung einer Jeansfabrik zu drehen. Beißender Chemiegeruch und kein Mundschutz. Alles für die Modewünsche westlicher Kunden, die Jeans möglichst ausgeblichen wollen. Nicht mal 2 Meter entfernt entdecken wir das weltweit geächtete Sandstrahlen. Es trimmt die Jeans auf alt. Doch der feinste Sandstaub frisst sich auch in die Lungen der Arbeiter. Nach Jahren wartet oft der Tod durch Silikose, Staublunge. Diese Lösung bietet keinen Schutz. Die gefährlichen Partikel fliegen durch die ganze Fabrik. Auch Xu Feng atmet sie ein. Dazu noch die Substanz, die er selbst versprüht, zum Nachbleichen. Die chemischen Mittel. Also was soll ich sagen? Da gibt es so viele. Wie soll ich die alle aufzählen? Ich habe keine Ahnung, es sind zu viele. Der Meister alleine macht die Mischung und gibt sie mir dann. Offenbar wird hier Hypochlorit versprüht, ein aggressiver Stoff, äußerst gesundheitsgefährdend. Xu Feng soll bei seinem Meister antreten, jenem Mann, der den Arbeitern die Giftcocktails zusammenmixt. Qualitätskontrolle. Auch Xu Feng muss abliefern, jeder künstlich erzeugte Fleck an der richtigen Stelle sitzen. Anschließend wird gewaschen. Mehrmals, damit die Jeanskäufer im fernen Deutschland von der Chemie nichts bemerken. Tatsächlich werden nur noch selten in Jeans giftige Rückstände nachgewiesen. Der Waschaufwand wurde dafür dramatisch erhöht. Etwa 200 Liter Wasser werden für die Produktion von einem einzigen Kilo Jeans, nur etwa 3 Hosen, verbraucht. Aber auch in den Waschmitteln steckt Chemie. Es geht in eine Halle mit schimmligen Wänden. Hier werden die Jeans nach dem Waschen weiter veredelt, wie es heißt. Der junge Arbeiter sprüht Kaliumpermanganat zum Ausbleichen. Ohne Maske. Die violette Substanz hat eine stark gewebeverätzende Wirkung. Ich kenne viele, die schon lange damit arbeiten. Es gibt auch einige, die aussteigen, aber die meisten haben keine Probleme. Ehrlich gesagt, der Geruch ist manchmal schon schwer zu ertragen. Meine Gesundheit ist aber ganz okay. Ahnungslos ist er und vor allem jung. Futter für die Jeansfabriken Chinas, die Jugendliche wie ihn nach ein paar Jahren förmlich wieder ausspucken, als gesundheitliche Wracks. Spät nachts in Xintang. Hier liegen die Quartiere der Arbeiter. 12 Mann leben auf 20 Quadratmetern zur Miete. Dafür kassieren die Fabrikbesitzer einen Teil des Lohnes wieder ab. Der Mann in Rot, Xu Feng, hat endlich Feierabend. Schlafkojen statt Privatsphäre. Zum Glück schieben die meisten Kollegen Nachtschicht. Die Chemie klebt noch auf seiner Haut, doch Xu Feng scheint das nicht zu beunruhigen. Das hier an den Händen, das bisschen ist doch nichts. Ich gehe einfach duschen und dann ist es weg. Die Dusche, das sind 2 blaue Eimer. Fließend Wasser gibt es nicht. Die Jeansarbeiter kommen nicht zur Ruhe. Andere Kollegen stehen an der Waschmaschine zum Stonewashen die ganze Nacht. Nach all dem Bleichen und Waschen sind die Jeans fast fertig, doch ohne die Bimssteine geht nichts. Hier sind sie lila von der Chemie.
Viele Arbeiter sind krank geworden, doch darüber zu sprechen trauen sich die wenigsten. Hu Xinlei stand früher an dem Arbeitsplatz von Xu Feng, dem Mann in Rot, der das Hyperchlorid versprüht. Er ist an die Waschmaschine gewechselt, nachdem er schwer erkrankte. Das Bleichen der Hose wird besser bezahlt. Aber nachdem ich diesen ständigen Husten bekam, der nicht mehr wegging, habe ich einfach große Angst vor den Dämpfen und diesem Gestank bekommen. Ich kann ihn nicht mehr vertragen. Früher an der Bleichstelle hatte ich zwar die einfachere Arbeit, und jetzt an der Waschmaschine ist es nass und feucht, aber ich muss dieses Zeug nicht mehr riechen. Die ganze Chemie kann für den Körper nicht gut sein. Doch irgendwie muss es ja weitergehen und kündigen kann ich nicht. Was soll ich denn anderes machen? In den frühen Morgenstunden steht der Schichtwechsel an. Hu Xinlei kann mal wieder nicht schlafen. Er ist gerade über 40 und sieht aus wie 60. Das Blau von gestern ist er nicht ganz losgeworden. Doch wenigstens hat Xu Feng ein paar Stunden geschlafen. Dann muss er wieder ran an die Jeans. In der Jeans-Hauptstadt mehrt sich die Unzufriedenheit. In den letzten Monaten kam es in Xintang immer wieder zu sozialen Unruhen. Wir verstehen längst, warum. Auch in dieser Fabrik wird ganz offen gesandstrahlt. Deutsche Textilunternehmen versicherten uns mehrfach, sie würden dies ihren Zulieferbetrieben untersagen, aber könnten natürlich nie ganz sicher sein, ob dies immer umgesetzt wird. Es ist das alte Versteckspiel der Textilindustrie. Im Zweifel ist es eben immer der Zulieferer. Sieht so eine Wäscherei aus? Chemiefässer, soweit das Auge reicht. Bis zu 20 Mal wird eine Jeans geschleudert und geschubbert, zerkratzt, gebleicht und wieder nachgefärbt. Besonders Azofarbstoffe finden sich immer wieder in den Hosen. Bei der Schweißbildung auf der Haut können krebserregende Stoffe freigesetzt werden. Im Mai 2011 wurde eine große Jeanslieferung aus China für den Hersteller Kick wegen zu hoher Belastung von den Zollbehörden in Deutschland abgefangen. Das meiste Gift bleibt hier, ein Abfluss gleich hinter der Fabrik. Das violette Kaliumpermanganat belastet das Wasser in der ganzen Umgebung. Am Ende landet die Brühe im nahen Perlfluss. Zurück im Hotel sind wir mit einem Mitarbeiter von Greenpeace verabredet, der sich zur selben Zeit in China aufhält. Manfred Santen arbeitet an einer Kampagne gegen den Einsatz von Chemie in der Textilindustrie. In der Nähe von Jeansfabriken konnten die Umweltschützer eine hohe Konzentration von Schwermetallen feststellen. Wir zeigen ihm unsere Bilder. Also zunächst mal, die Textilindustrie ist sehr chemikalienintensiv. Da kommen hunderte von Stoffen zum Einsatz.
In der Wäscherei werden Tenside eingesetzt in großem Maße, um diese Reste von Farbstoffen und anderen Hilfsmitteln wieder runterzuwaschen von den Jeans. Und wenn das ungeklärt ins Wasser geht, da sind eine ganze Menge Chemikalien dabei, die einfach auch toxisch für die Wasserorganismen sind. Cadmium beispielsweise oder Chrom wurde verstärkt gemessen, teilweise in sehr, sehr hohen Konzentrationen gemessen. Der Umweltschützer ist betroffen. Auch die Arbeitsbedingungen im Umgang mit der Chemie seien erschreckend. Da wird ein Großteil tatsächlich eingeatmet. Und das, so ein Arbeitsplatz ohne Arbeitsschutz, das geht eigentlich nicht. Da sieht man, an seinem Hals lagern sich auch feine blaue Partikelchen ab. Das heißt, Abrieb von den Jeans ist in der Luft und lagert sich so an der Haut ab und wird eben auch eingeatmet. Na, man kann allgemein sagen, zu den Bildern, die wir hier sehen, das sind Arbeitsplatzbedingungen, die unzumutbar sind. Die Feinstaubbelastung, die Aerosolbelastung ist einfach viel zu hoch. So wie das sich da darstellt, ist das nach unseren Maßstäben kein zulässiger Arbeitsplatz. Uns stellt sich eine Frage. Machen sich die, die hier Jeans produzieren lassen, mitschuldig? Jeansunternehmer in Deutschland verweisen stereotyp auf die chinesische Regierung. Die müsse die Bestimmungen verschärfen. Baden verboten. Längst gilt das rund um die Jeansfabriken am Perlfluss. Schwarz schimmert das Wasser von den Färbemitteln. Die Menschen, die hier wohnen, haben ihre Lebensader verloren. Am Ufer begingen wir einem Bauern. Der alte Hong Fei bekämpft Chemie mit Chemie. Er glaubt, dass dann wieder schöne Früchte wachsen auf seinem toten Land. Das liegt direkt hinter einer Jeansfabrik. Für deren Neubau mussten sie einen Teil ihres Landes abgeben. Die versprochene finanzielle Entschädigung ist bis heute ausgeblieben. Sein Sohn Tien versucht dem Boden irgendetwas abzutrotzen. Frustbewältigung. Das ganze Elend hat angefangen, als die Jeans hierher kamen, vor gut 10 Jahren. Von Wanjiang bis Liji, alle Dörfer sind davon betroffen. Die Flüsse in der Gegend waren völlig sauber früher. Und jetzt? Alles schwarz. Ja, Vater, das Wasser ist wie Tinte. Richtig. Und wenn der Geruch herüberweht, das ist entsetzlich. Der Gestank ist unerträglich. Sieh mal da, lauter Dreck. Und da sind Würmer drin. Man kann gut sehen, wie sie sich bewegen. Oh, und es stinkt wieder gewaltig. Hong Fei und sein Sohn sind die Verlierer im großen Jeans-Monopoly. Der industrielle Aufschwung Chinas findet hier auf Kosten der Kleinbauern statt. Die beiden werden ihre magere Ernte nicht mehr los. Und das Geld für ihr Land, das sie verkaufen mussten, sehen sie auch nicht. Sie glauben, der Grund ist Korruption. Die fahren jetzt dicke Autos und sitzen in Villen. Sie saufen teure Weine. Und wo kommt das Geld wohl her? Na, woher wohl? Aber man kann sie einfach nicht verklagen. Vater und Sohn wollen uns ihr Haus zeigen und ein Dokument, das ihre Ansprüche bestätigt. Tien hält es in der Hand. Aber was soll uns das bringen, klagt der Vater. Dort wird bestätigt, dass die Entschädigung bereits ausgezahlt sei. Nur an wen denn, fragt er. Sie hätten es jedenfalls nicht bekommen. Irgendjemand muss es sich selbst eingesteckt haben, vermutet Sohn Tien. Früher hätte es das nicht gegeben, klagt Hong Fei. Aber was zähle heute noch ein einfacher Mann? Von einem harten Leben gezeichnet, erwartet er nicht mehr viel. Seine Frau habe ihn verlassen, erzählt er. Sie wollte hinaus in die Stadt mit den hohen Häusern, aufbrechen in die neue Zeitrechnung Chinas. Nur für seinen Sohn wünsche er sich, dass endlich das Geld komme, dann könne er in Ruhe sterben. Zurück in Deutschland.
Hamburg. Wir wollen mit denen reden, deren Jeans wir in einigen der chinesischen Fabriken gefunden haben. Einer davon Textilgigant Hennes und Mauritz. Doch weder die Deutschlandvertretung noch die schwedische Konzernleitung wollen sich vor der Kamera äußern. Jensch, NDR Fernsehen, guten Tag. Verstehe ich Sie richtig, dass die Firmenleitung in Stockholm, in Schweden, kein Interview zu dem Thema Jeansproduktion in China geben möchte? Sie möchten davon absehen. Später bekommen wir eine schriftliche Stellungnahme. Darin heißt es, Zitat, es ist unser erklärtes Ziel, dass alle Produkte von H&M wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltig produziert werden. Auch zum Firmensitz des Textildiscounters Kick fahren wir noch einmal. Wir haben die Aufnahmen dabei, die in den chinesischen Fabriken entstanden, die für Kick produzieren. Wir konfrontieren das Vorstandsmitglied Michael Aretz mit diesen Bildern. Von den Sicherheitsstandards ist das natürlich, und dann auch hier der Dampf, der hier hinten zum Bügeleisen kommt, das ist natürlich eine Abwassersituation, immer noch leider eher die Regel und nicht die Ausnahme. Wir haben hier in Deutschland die Situation ja auch gehabt, dass wir die bunten Flüsse gehabt haben. Dann ist es ins Ausland gegangen. Hier geht es auch darum, was macht die Regierung letztendlich? Gibt es überhaupt die Entsorgungsmöglichkeiten, was den Müll angeht? Gibt es Entsorgungsmöglichkeiten für die Abwässer? Wie sehen hier die gesetzlichen Rahmenbedingungen aus? Auch Kick verweist auf die Zuständigkeit der Chinesen. Die müssten für höhere Standards sorgen. Könnte nicht auch ein Unternehmen da mit gutem Beispiel vorangehen und einfach sagen, wir produzieren dann eben nicht mehr da? Das ist, also wenn Sie jetzt in die Situation in China, die ich nicht hundertprozentig kenne, aber da ist hier eben der Fall, genauso wie es dann in Indien der Fall, dass ich gar nicht die Alternativen habe. Es gibt dann die 3, 4, 5 Fabriken, wo man hingehen kann, die sind dann voll gebucht. Und ich, wenn ich sage, ich will diesen Auftrag platzieren, kann ich ihn in China platzieren oder in Bangladesch oder in Indien. Will heißen, Kick sieht angeblich keine andere Möglichkeit, als die Situation in China auszunutzen. Verbessern sich irgendwo die Standards, wird es vielen Herstellern schnell zu teuer. Bei Mustang ist man bereits auf dem Sprung. In China steigen schon Löhne und andere Kosten, klagt Jeans-Produzent Heiner Sefranek. Man kann jetzt dann vielleicht noch irgendwo nach Zentralafrika, ohne dass man jetzt vielleicht dort diese Produktivität hat, die hohe, die man in Ländern, in asiatischen Ländern hat. Aber es wird in der Tat natürlich jetzt immer schwieriger, noch Märkte zu finden, wo sie die Ansprüche ihrer Kundschaft ohne Preiserhöhung dann hinbekommen. Weil viele Hersteller fürchten, dass China bald zu teuer ist, wird die Jeans-Industrie wohl am Ende weiterziehen. Nach Afrika. Wenn dort die Menschen noch bereit sind, unter menschenunwürdigen Bedingungen zu arbeiten.